Hallo und herzlich willkommen bei Sportsgeist Heilbronn. Das heutige Video baut auf einer Hypothese auf, die ich in den letzten 2-3 Tagen recherchiert habe und bin für mich persönlich zu einem Ergebnis gekommen. Das heißt, das, was ich hier präsentieren werde, ist kein Fakt. Ich werde aber immer mal wieder Belege geben für das, was ich erzähle. Ich habe mir in den letzten Tagen die Frage gestellt, warum gibt es denn essentielle Stoffe für den Körper? Wir wissen alle, und ich glaube, da hat jeder dieselbe Meinung zu diesem Thema, dass der Körper ein sehr intelligentes und sehr gut funktionierendes System ist. Warum hat er dann aber nicht die Möglichkeit, verschiedenste essentielle Stoffe selbst herzustellen? Warum müssen wir mit unserem Bewusstsein Nahrung zu uns nehmen, die dann dafür sorgt, dass wir in vielen Bereichen überhaupt überleben können? Diese Frage habe ich mir gestellt und habe das Ganze mir mal in der Tierwelt angeschaut. Es gibt sehr viele Tiere, bei denen das nicht so ist. Denn diese stellen sehr, sehr viel, was der Mensch scheinbar nicht selbst herstellen kann, bei sich im Körper her. Das wird dort synthetisiert. Und da bin ich auf das Vitamin C gestoßen, was ja in den Pferden, Hunden oder auch in Katzen und in auch noch anderen Tieren selbst synthetisiert werden kann. Beim Hund ist es zum Beispiel so, dass es dort in der Leber stattfindet. Vitamin C ist ein absolut essentielles Vitamin, welches wir scheinbar über die Ernährung zu uns nehmen müssen, weil wir sonst zum Beispiel einen Mangelzustand bekommen, der sich dann auch als eine Krankheit schimpfen kann, nennt sich Skorbut. Und deswegen müssen wir immer schauen, dass wir tagtäglich Vitamin C in ausreichender Menge zu uns nehmen, weil Vitamin C eines der wichtigsten Vitamine und generell Stoffe ist für unser Immunsystem. Gleich schon mal vorweg, wo befindet sich der Hauptteil unseres Immunsystems? Im Mikrobiom, also im Darm. Das Mikrobiom ist die Gesamtheit aller Keime, die wir in unserem Körper so gesehen mit uns führen. Vitamin C ist also ein absolut essentieller Stoff, den wir immer wieder zu uns nehmen müssen. Ich habe mir die Frage gestellt, kann das sein oder kann das nicht sein? Denn wenn man sich einmal die Ernährung der westlichen Welt anschaut, dann kommt da nicht so viel Vitamin C bei raus. Wenn man sich jetzt aber mal anschaut, kommt denn in der westlichen Welt Skorbut, also Vitamin C-Mangel bei uns vor, dann ist da ganz klar die Meinung, nein, das kommt nicht vor, weil wir das in ausreichender Menge tagtäglich zu uns führen. Wie viele vielleicht wissen, ist es beim Vitamin C so, dass wir scheinbar keine Speicher haben in unserem Körper. Deswegen sollten wir es auch ja jeden Tag erneut zu uns führen. Wenn man sich jetzt einmal anschaut, was zum Beispiel die DGE empfiehlt, an Menge für Vitamin C pro Tag, dann sind wir bei ca. 100 Milligramm pro Tag. Schaut man sich jetzt aber beispielsweise Studien zu diesem Thema an, auch bezogen auf das Immunsystem, bezogen auf unterschiedlichste Stoffwechselprozesse, dann wird man ziemlich schnell feststellen, dass diese 100 Milligramm Vitamin C pro Tag ein absoluter Witz ist zu dem, was in den Studien zum Teil gezeigt wurde. Dass man eben eine fast schon zehnfache Menge braucht, um eben halbwegs das Immunsystem damit wirklich zu stärken. Das heißt, man kann jetzt sagen, okay, die 100 Milligramm sind vielleicht eine Erhaltebasis. Und die Studien wollen eben nur zeigen, dass wir für ein wirklich starkes Immunsystem mehr brauchen. Oder aber diese 100 Milligramm sind in der Tat einfach viel zu wenig. Wenn man sich jetzt aber anschaut, wie sieht denn der Vitamin C-Bedarf in der westlichen Gesellschaft aus und man sich anschaut, wie viel Vitamin C enthält beispielsweise Fast Food, dann wird man feststellen, wenn jemand zwei Mahlzeiten, die aus Fast Food oder aus verarbeitetem Essen entstehen, zu sich nimmt,
er niemals auf diese 100 Milligramm kommt. Wenn wir davon ausgehen, wir brauchen vielleicht 3, 4, 500 Milligramm am Tag, damit das alles optimal funktioniert, dann wird dieser Mensch, der eben diese Mahlzeiten so zu sich nimmt, tagtäglich niemals auf das Vitamin C in dieser Dosierung kommen. Wird dieser Mensch jetzt nun an Skorbut erkranken? Hat dieser Mensch generell einen Vitamin C-Mangel und hat die Mangelerscheinungen, die dem Vitamin C-Mangel eben zugeschrieben werden? Nein, sonst hätten wir ja eine Riesenmasse an Menschen, die tagtäglich immer wieder an Mangelzuständen bezüglich Vitamin C leiden würden. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mir mal angeschaut, wie viel Vitamin C ist denn in einer Pizza drin? Und da landen wir bei 1,4 Milligramm. Nehmen wir jetzt mal an, die zweite Mahlzeit, zum Beispiel am Abend, sind jetzt irgendwelche Brötchen, Weißmehlbrötchen, die aufgebacken werden. Und dazu gibt es zum Beispiel Wurst. Bei Wurst ist es so, dass da eben oftmals ein bisschen Vitamin C drin ist, aber eben auch nicht exorbitant viel. Aber dann landen wir bei ca. 10 Milligramm Vitamin C. Wenn wir jetzt die 1,4 noch dazu nehmen, sind wir bei 11,4 Milligramm. Wenn derjenige jetzt morgens nichts zu sich nimmt, weil er zum Beispiel keinen Hunger hat oder morgens einfach nichts essen kann, dann sind wir bei 11,4 Milligramm Vitamin C pro Tag. Wenn er das über viele, viele Wochen und Monate so macht, was aus meiner Erfahrung und aus der Schilderung eben von ganz, ganz vielen Studien sehr viele Menschen tagtäglich so machen, von der Ernährungsseite her, müsste jeder irgendwann einen Mangelzustand bekommen an Vitamin C. Weil wir haben keinen Speicher und wir füllen ja eigentlich unseren Speicher auch mit nichts, wenn wir eben verarbeitete Nahrung zu uns nehmen oder eben Fastfood. Selbst wenn wir zum Beispiel tagtäglich eine Zitrone essen, kommen wir nicht auf die 100 Milligramm Vitamin C. Also das heißt, entweder brauchen wir viel, viel weniger Vitamin C, wie jetzt die DGE angibt, und schon 10-mal weniger, wie jetzt Studien angeben, oder aber der Körper kann Vitamin C selbst herstellen und hat auch eine Speicherfunktion. Und dem Ganzen bin ich nachgegangen. Demnach habe ich mir einmal angeschaut, wie sieht es denn im chemischen Verfahren aus, wie quasi Vitamin C, Ascorbinsäure, synthetisiert wird im Labor. Und das ist ganz einfach. Die nehmen D-Glucose, also auch der Hauptbestandteil, aus dem das Vitamin C beispielsweise beim Hund, bei der Katze und auch beim Pferd synthetisiert wird. Das Ganze wird dann einmal mit einem Bakterium versetzt und dieses wiederum schafft es, die Glucose zu oxidieren zu 2,5-Deoxo-D-Gluconsäure. Dann wird die Gluconsäure wiederum mit einem anderen Bakterium versetzt. Dann kommt die 2-Oxo-L-Gulonsäure dabei raus. Und das wiederum wird dann mit der Reichensteinsynthese zu L-Ascorbinsäure. Und das ist dann das, was wir eben auch kaufen können als Vitamin C, als Nahrungsergänzungsmittel, als Supplement. Das heißt, was wird in der Synthese gemacht, es werden Bakterienstämme benutzt. Wir haben in unserem Mikrobiom, in unserem Körper sehr, sehr viele Bakterienstämme. Wir haben Bakterienstämme, die aerob funktionieren und anaerob funktionieren. Also einmal mit Sauerstoff, einmal ohne. Hier gab es lange Zeit zum Beispiel auch ein riesengroßer Irrtum in der Wissenschaft, weil diese nicht verstanden haben, dass wir eben auch Bakterien in uns haben, die keinen Sauerstoff brauchen. Und deswegen gab es eine Vielzahl an Bakterien, die nie erforscht wurden, weil eben jedes Mal in der Stuhlprobe diese Bakterien nicht drin waren, weil die natürlich kaputt gehen, sobald die Sauerstoff kriegen. Wird gleich noch wichtig, wenn ich auf eine Studie komme. Das heißt, in der Chemie wird genau das Anfangsprodukt, also die D-Glucose, benutzt, wie es eben auch in den Tieren benutzt wird. Wenn man sich jetzt anschaut, bei Menschen bezüglich
der Milchsäuregärung. Was gibt es denn da für Bakterien, die D-Glucose als Ausgangsstoff benutzen? Und gibt es da vielleicht ein Bakterium, welches in irgendeiner Weise auch verbunden ist zu dem Vitamin C? Und dann habe ich etwas gefunden, sehr interessant aus mehreren Literaturzweigen, dass es einen Bakteriumstamm gibt mit eben Unterstämmen, die Vitamin C herstellen können aus D-Glucose durch eben die Oxidierung und dann eben die Weiterverarbeitung ohne diese Reichsteinsynthese, die eben dann zur L-Ascorbinsäure führt. Bloß die Studien, die es jeweils dazu verlinkt gab, die gibt es im Netz nicht mehr. Die sind rausgenommen worden. Da gab es eben dann immer nur die Überschrift und daraufhin habe ich mir das anschauen wollen und da war nichts mehr zu finden. Sei es drum, ich bin dem Ganzen trotzdem immer weiter auf den Grund gegangen und bin dann als allererstes mal bei einer Studie gelandet bezüglich des Bakteriums. Also das Bakterium heißt Corynebacterium glucoronolyticum. Also das ist der ganze Name und der Stamm heißt eben Corynebacterium. Und da gibt es eine Studie aus dem Jahr 2015, die festgestellt hat, dass dieses Bakterium scheinbar maßgeblich daran beteiligt ist, dass Männer einen Harnwegsinfekt bekommen. Das heißt, das Ganze wurde schon mal klassifiziert als pathogenes Bakterium, was im Körper vorkommt und was dann wiederum zu entsprechenden Harnwegsinfekten führen soll. Wenn man sich jetzt mal bezüglich Harnwegsinfekte informiert und sich anschaut, was hilft denn präventiv und was hilft akut, dann wird man feststellen, dass da das Vitamin C als eigentlich bestes Mittel gedacht ist, um eben sowas wieder schnell wegzubekommen oder gar nicht erst zu bekommen. Wenn man jetzt die Theorie aufstellt, die eigentlich schon fast keine Theorie mehr ist, es gibt nur, sage ich mal, sehr wenige Studien zu diesem Thema, dass das Mikrobiom eben immer wieder umgebaut wird und dass vor allem es erst zu Krankheiten, Erkrankungen kommt, wenn das Mikrobiom eben nicht mehr im richtigen Gleichgewicht ist. Jetzt stellt euch mal vor, dieses Bakterium macht tatsächlich eine Synthese aus D-Glucose zu L-Ascorbinsäure im Körper, wenn es in einem richtigen Milieu zu Hause ist, also in einem funktionierenden Mikrobiom. Wenn das aber eine Vielzahl wird, also eine Überbesiedlung stattfindet, erst dann könnte es pathogen werden und könnte wiederum seine Synthese nicht mehr richtig durchführen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann entsteht aufgrund eines Vitamin C-Mangels dann der Harnwegsinfekt. Ich habe mir auch nochmal einen anderen Bakterienstamm angeschaut bezüglich dem Bakterium Corynebacterium camporealensis. Alles sehr tolle Namen, die sich da zeigen, aber dieses Bakterium wurde einmal in Assoziation gebracht in einer Studie von 1998. Man hat aus dem Schaf einmal die Milch genommen und hat diese Milch untersucht und hat dieses Bakterium da drin gefunden, weil quasi der Verdacht nahe lag, dass irgendetwas sich in der Milch zeigen muss bei diesem Schaf, weil das war ein Schaf, welches eine Mastitis hatte, also eine Entzündung der Brust. Kennt man eben auch zum Beispiel bei Menschen, wenn eben die Frau stillt, dass dann eben da sich entsprechende Entzündungen der Brust bilden können. Und dort hat man dann eben in dem Schaf dieses Bakterium festgestellt. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was dieses Bakterium denn für eine Art ist, stellt man fest, es ist ein anaerobes Bakterium, also das heißt, das Bakterium braucht keinen Sauerstoff und dieses Bakterium wurde in diesem Experiment aus der Milch isoliert, das heißt immer in Verbindung gesetzt mit Sauerstoff und dann hat man festgestellt, die fermentative Funktion dieses Bakteriums sehr, sehr schlecht war. Das heißt wiederum,
dass wenn das Ganze eben mit Sauerstoff in Berührung kommt, dass auch hier sich dieses Bakterium so gesehen auflöst oder eben nicht mehr so richtig arbeiten kann. Ist ja ganz klar, wenn wir zum Beispiel jetzt auf 6000 Meter nach oben gehen und wir eben auf Sauerstoff angewiesen sind, dann können wir eben auch nicht mehr richtig arbeiten. Und jetzt ist hier eben das Gegenteil der Fall. Das Bakterium braucht keinen Sauerstoff. Wenn es aber Sauerstoff bekommt, geht es entweder kaputt oder kann nur sehr, sehr erschwert arbeiten. Das heißt, die Funktion dieses Bakteriums ist immer eine Milchsäuregärung. Das heißt auch gleichzeitig, dass es genau in diese Kategorie passt, die wir brauchen, um Vitamin C herzustellen. Auch hier könnte man annehmen, dass einfach dieses Bakterium in einer pathogenen hohen Anzahl durch eine Verschiebung des Gleichgewichts im Mikrobiom des Schafes dazu geführt hat, dass zum Beispiel durch einen Mangel an Vitamin C im Körper des Schafes es zu einer Entzündung geführt hat. Wenn man sich jetzt einmal den Mangel von Vitamin C an Symptomatik anschaut, dann sind da unter anderem auch starke Entzündungen dabei. Das heißt, auch hier wieder zurückgehend auf die Theorie des Mikrobioms, befindet sich dieses Bakterium oder dieser Bakterienstamm in einer Vielzahl und der Rest drumherum arbeitet nicht symbiontisch, dann haben wir eben Probleme, dass dieses Bakterium richtig arbeiten kann. So gesehen entartet es, wird pathogen und dann haben wir eben nicht mehr das Vitamin C in ausreichender Form bei uns im Körper, auch wenn wir es zum Beispiel mit der Nahrung aufnehmen, weil wir eben meiner Meinung nach viel, viel mehr Vitamin C in unserem Körper herstellen, als wir über die Nahrung überhaupt zu uns nehmen, weil ich der Meinung bin, sonst wäre fast jeder Fünfte irgendwann mal von einem Vitamin C-Mangel bedroht. Wenn man sich aber eben die Statistiken und Werte generell anschaut, dann gab es schon seit dem 19. Jahrhundert eigentlich keine Vitamin C-Mängel mehr. Demnach muss irgendetwas an dieser Theorie aus meiner Sicht falsch sein. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr eure Meinung mal zu diesem Thema abgebt. Glaubt ihr, der Körper ist eigentlich so intelligent, wie wir ihn alle einschätzen, dass er selbst Vitamin C produziert und die Theorie, die hinter diesem Vitamin C steckt, vielleicht eine Lüge ist, um so quasi auch durch die Industrie, die dahinter steckt, uns immer wieder zu sagen, du brauchst Vitamin C, du brauchst Vitamin C und durch die Ernährung kriegst du sowieso nicht genug, dann nimm das Ganze doch bitte als Supplement, um eben hier mehr zu verkaufen. Das gleiche gilt auch eventuell für alle anderen essentiellen Aminosäuren, Mineralstoffe und beispielsweise eben auch Vitamine und nicht nur das Vitamin C. Einfach mal deine Meinung zu dieser Thematik in die Kommentarsektion unter dem Video. Sollte dir dieses Video gefallen haben und einen Mehrwert für dich geboten haben, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und solltest du Freunde und Bekannte haben, für die dieses Video vielleicht auch interessant wäre, dann teile diesen Personen doch bitte dieses Video von mir. Solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, dann hol es doch bitte jetzt nach, um auch täglich neue Videos zum Thema Gesundheit von mir zu erhalten. Und ganz wichtig, wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neu hochgeladene Video von mir auch angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar Bieder.